Viele Jahrtausende schon schützen die Shadow Men die Welt der Lebenden vor den Gefahren, die ihr von der spirituellen Ebene drohen. Auch bekannt als das Reich der Toten. Der Ort, an den ein jeder einmal geht, wenn der Tag des Todes kommt. Jeder, ohne Ausnahme. Michael Leroy ist nun Erbe der Mysterien dieses uralten Geschlechts. Er ist der Träger der Schattenmaske. Bricht die Dunkelheit herein, wird er zum Wanderer zwischen den Welten, zum unsterblichen Voodoo-Krieger, zum Sammler der Seelen, zum Herrscher über das Reich der Toten, zu Shadow Man. Und damit Servus und Hallo zu Shadow Man. Shadow Man Remastered. Und ja, Shadow Man habe ich damals vor Ewigkeiten irgendwann mal gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich es durchgespielt habe damals. Keine Ahnung. War jedenfalls ein cooles Adventure. Action Adventure irgendwie. Und jetzt Remaster. Irgendwo mal im Angebot gefunden, glaube ich. Jedenfalls möchte man das mal anschauen. Ob ich da Bock drauf habe oder ob man eher denkt, war mal cool, schlecht gealtert, schlecht geremastert, was weiß denn ich. Wir schauen es uns mal an und vielleicht wird so ein Mini-Let's Play mit 2-3 Folgen, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe. Vielleicht wird es dann angespielt, wenn vorher angespielt eingeblendet wurde. Ich weiß es noch nicht. Ich will mir es einfach mal anschauen. Und starten. Optionen. Ich habe eigentlich Audioeinstellungen, habe ich eigentlich schon leiser gemacht. So. Stimmlautstärke. Super. Gut. Was? Ja. Wird schon passen, irgendwie. Let's go. November 1888. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn ich bin Jack, der flinke Jack, Jack the Ripper. An meinen Taten sollt ihr mich erkennen, denn sie sind wahrhaft grausam. Alle schloss ich sie in mein Herz. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Adoes, Mary Kelly und liebte sie. Gott, ich liebte sie alle. Die unsterbliche Macht jedoch, nach der ich strebte, in den erbärmlichen Hüllen ihrer Körper, das noch schlagende Organ der Seele, ich konnte sie nicht finden. Nutzlos war das Ritual des Messers. Hier stehe ich nun mit leeren Händen da und muss das blutige Ritual darum an mir selbst ausführen. Halte ein, Jack. Hör, was ich zu sagen habe. Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Wer seid ihr? Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Die unsterbliche Macht, der du entgegenstrebst, es gibt sie wirklich. Sie liegt tatsächlich innerhalb der Seele, doch nur in ganz besonderen, dunklen Seelen. Mein Gott, was seid ihr, dass ihr solche Dinge aus dem Nichts erzeugen könnt? Ich bin nur ein Forscher, so wie du selbst. Und was wollt ihr von mir? Du bist Architekt, nicht wahr? Das stimmt. Dann möchte ich, dass du dem Schmerz eine Kathedrale baust. Einen Ort, wo du und ich und andere wie wir zusammenkommen können. Einen Ort des Asyls für alle einzigartigen und unverstandenen Geschöpfe, die dir folgen werden, wenn die Zeit des Armageddon naht. Und im Herzen des Asyls konstruieren wir eine große, dunkle Maschine, angetrieben von Seelen gleicher Art. Mit ihrer Macht errichten wir eine unsterbliche Armee, zur Strafe und zur Säuberung dieser jämmerlichen kleinen Welt. Und wo soll ich diese Kathedrale errichten? Jenseits des Schleiers, in der Dunkelheit, inmitten der ruhelosen Geister derer, die hinübergingen. An dem Ort, der bekannt ist als
Reich der Toten. Dann muss ich sterben, um euch zu folgen. So lautet die Prophezeiung. Wir können nicht scheitern, denn unser sind viele. Denn unser sind viele. Amen, sage ich dazu. Okay, schauen wir mal weiter. Das Ende kommt schneller als Sie denken. Hey, Spaceman! Fangt mich doch! Denn unser sind viele. Es kommt eine Finsternis. Was ist los, Agnetta? Ich hatte einen Traum, Shadowman. Einen schlimmen Albtraum. Einen Traum vom Reich der Toten. Die fünf sind gekommen. Die Vorboten der Apokalypse. Deacons Akten bestätigen all meine Befürchtungen. Das Ende naht, Shadowman. Eine alte Prophezeiung kündet von der Rückkehr des Bösen in das Reich der Toten. Eine furchtbare Macht, die dunkle Seelen unter ihre finstere Herrschaft bringt und deren Kräfte nutzt, in diese Welt hinüber zu gelangen und die Apokalypse herbeizubeschwören. Und gerade ich muss dieses Böse daran hindern, stimmt's? Du bist der Einzige, der uns helfen kann, Shadowman. Du, der Wanderer zwischen den Welten. Mir ist der Weg ins Reich der Toten verwehrt. Und Jaunty ist in beiden Welten praktisch nutzlos. Du kannst als Einziger etwas dagegen tun. So wie es schon immer gewesen ist. Aber mit etwas derart Bösem hast du noch nie zu tun gehabt. Es ist das reine Böse. So rein, dass selbst die einstigen Behüter der dunklen Seelen es nicht zerstören konnten. Sie konnten es aus dem Reich der Toten nur verbannen. Doch war ihnen bewusst, dass es irgendwann zurückkehren würde. Daher die Prophezeiung von seiner Wiederkehr. Jetzt sind die Kräfte der Ahnen fast dahin. Und die begehrten dunklen Seelen sind dem Bösen schutzlos ausgeliefert. Und darum nun musst du, Shadowman, ins Reich der Toten gehen und die dunklen Seelen wieder an dich nehmen. Nimm sie unter deinen Schutz, bevor das Böse sie unter seine furchtbare Herrschaft bringen kann. Okay, nur um die Sache klarzustellen. Wenn ich diese dunklen Seelen nicht zurückhole, dann bedeutet das Ende der Welt, richtig? Genau, c'est vrai. Verdammte Scheiße. Hör mal, ich muss los. Ich habe noch viel zu erledigen. Nimm Deacons Akte, wir treffen uns im Morgengrauen in der Kirche auf dem Hügel. Deine Sachen habe ich dort in sicherer Verwahrung. Ich hasse diese Scheiße. Nichts als eine Schachfigur in Nettis großen Plan. Ihre Wege sind unergründlich. Und, Bruder, was sie mit mir macht, manchmal auch. Dagegen ist nichts mehr zu machen. Sie hat meine Knochen schon der Schattenmaske angepasst. So lieb und zärtlich, wie man sich's nur wünschen kann. Bleibt mir ja sowieso nichts anderes übrig. Es ist schließlich meine Schuld, dass Luke tot ist und meine Eltern auch. Alles, was noch kommt, habe ich verdient. Alles, was mir widerfährt. Ich kann nicht leben und kann nicht sterben. Das Reich der Toten ist mir wie auf den Leib geschnitten. Ein Ort des Nirgendwo. Der Ort am Arsch der Welt. Aber wo ist nur diese verdammte Kirche? Okay. Das war jetzt mal Intro. Das etwas länger ist, aber okay. Jetzt schauen wir mal, ob die Steuerung okay ist, weil ich habe eine Herzdingens, whatever. Remastered Edition. Sehe ich jetzt nicht so bei der Grafik, was mich auch stört. Ich habe die Optionen, die Toneinstellungen eingestellt in die Zwischensequenzen. Unglaublich laut. Ja, super. Aber okay. Die Spieleingabeeinstellungen war das. Maus konfigurieren. Machen wir mal wesentlich langsamer. Okay.
Gut. Ja, etwas angenehmer. Schauen wir mal, wie das Gameplay so ist. Wie gesagt, ich hab schon ist ja ewig her. Controls sind, glaube ich, schon okay irgendwie. Ja. Ja, komm, sammel das Teil ein. Da kommen wir von hier nicht drauf. Hier kommen wir auch nicht drauf. Dann gehen wir halt da lang. Okay, was kann ich mit dir machen? Nix. Brauch irgendeine Waffe. Ich glaube, die erste Waffe war so ein ganz einfaches Draufschlag-Ding, das ich hier irgendwo finde. Spielen wir mal ein bisschen. Aber bis jetzt Remaster, ich hab mal Grafik. Also, du weißt schon, Grafik ist kein Gameplay. Was? Aber ich hab mal wesentlich mehr erwartet von einem Remaster. Ich meine, Grafik ist cool, wenn das Spiel 20 Jahre alt ist. Dann, ne? Aber Remaster sehe ich noch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Da kann ich auch nix kaputt machen. Habe ich Waffenauswahl? Nee. Nee, habe ich nicht. Könntest du da ranspringen? Das wäre irgendwie cool. Danke. Ja, kletter darüber, komm. Glaub, die Waffe bekommen wir von ihr dann, wenn wir bei der komischen Kapelle sind, wo sie gesagt hat. Glaub ich. Es ist wirklich ewig her. Dann müssen wir theoretisch wieder zurück, dass wir die an. Könntest du da raufgehen? Danke. Ja, egal. Erst, also der allererste Eindruck ist mal nicht so prickelnd. Meine Kamerasteuerung ist schon okay, aber auch bloß okay. So, das sind Hunde. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich erstmal. F5 war irgendwann schnell speichern, glaube ich. Kann ich hier speichern? Abenteuer speichern, okay. Gut. Ja. Okay, machen wir mal. Geschafft. Okay. Ja gut, dann wieder rein. So. Nettie? Ah, hallo Mike. Gut, dass du hier bist. Wie hätte ich dein freundliches Angebot ausschlagen können? Als könnte ich jemals Nein zu dir sagen, Agnetta. Kannst du ja auch nicht. Ich bin nun mal unwiderstehlich. Ich hoffe, du hast die Akte gelesen, die ich dir gegeben habe. Und zwar gründlich. Zwischen den Zeilen findest du die Hinweise. Hast du meine Sachen? Komm rein, Chérie. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich über diese dunklen Seelen nachgedacht. Wenn die so verdammt gefährlich sind, wieso haben die Ahnen sie dann nicht einfach zerstört? Weil das unmöglich ist. Ihre Macht beruht auf ihrer Unsterblichkeit. Sollte es dem Bösen jemals gelingen, diese unsterblichen Seelen zu seinen abscheulichen Sklaven zu machen, kannst du dir das Gemetzel ja vorstellen. Eine unsterbliche, unschlagbare Armee würde über die Erde hereinbrechen. Es wäre die Apokalypse, Shadowman. Es wäre das Ende. Schon gut. Ich muss also vor dem Bösen zu diesen dunklen Seelen gelangen. Das habe ich jetzt kapiert. Aber wo kann ich sie finden? In Govi. Alle Govi wurden mit dem stärksten Voodoo-Zauber versiegelt. Selbst die größten Bokors oder Mambos können sie nicht öffnen und die dunklen Seelen darin freisetzen. Glaub's mir, ich hab's versucht. Aber ein Shadowman oder etwas noch Mächtigeres kann es vielleicht schaffen. Setze die dunklen Seelen frei und nimm sie in dich auf. Aber beachte dies. Die dunklen Seelen bestehen in ihrem Wesen aus purem und uraltem Bösen. Sie besitzen eine Macht, die nicht missbraucht werden darf. Ja. Lass es uns endlich hinter uns bringen. Meine Sachen hast du. Voilà, hier sind sie. Ich habe solche Angst, Mikey. Du musst mir helfen. Bitte
Er lebt. Er lebt und leidet Schmerzen. Ich muss ihm helfen. Er ist tot, Mike. Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber ich habe gesehen... Es ist ganz verständlich, dass du immer noch starke Gefühle für deinen Bruder hast. Deswegen funktioniert bei dir ja auch sein Teddy und verbindet dich mit dem Reich der Toten. Gebrauche ihn jetzt, Mike. Geh ins Reich der Toten und suche Jaunty. Er wartet vor den Markttoren auf dich. Er wird dir etwas zeigen. Gut. Und Mike? Ja? Falls du mich brauchst, ich werde hier sein. Jetzt such Jaunty und schnapp dir diese dunklen Seelen. Sehr gut. Hab jetzt irgendeine Waffe. Theoretisch. Okay. Da kann ich feuern. Was halt nichts bringt. Mike, es ist keine Zeit zu verlieren. Benutze Lukes Teddy und geh ins Reich der Toten. Ja. Stress mir doch nicht so. Reich der Toten. Okay, das ist quasi mein Map, ne? Dann gehen wir halt darüber. Im Moment glaube ich tatsächlich, dass ihr so. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Schatten geboren am Zusammenfluss der Welten, um zwischen beiden hin und her zu wandern. Dem Reich der Lebenden mangelt die Bedeutung, die mein nicht lebendes, nicht totes Sein an diesem Ort besitzt. Dem Reich der Toten, wo die Dunkelheit sich offenbart am Ende des Verstands. Als Gott trete ich hervor, auf dem sich windenden, stinkenden Körper der Schlange im Reich der Toten. Welcher Art ist hier der Schlaf? Welche Träume lauern in den bedachtsamen Windungen der Schlange todbringender Zuckungen? Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen den Todesstoß führen am Ende aller Dinge. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Okay, mal wieder schnell speichern. Passt schon. Okay, ich hab noch immer keine Waffe. Okay. Ja, komm. Der Waffensound ist halt ewig lustig, ne? Doink. Und die Kugel fliegt rum wie so ein Flummiball. Aber okay. Gut. Also, ich will hier nicht nur jetzt die ganze Zeit da... Oh, und das und das und das. Aber im Moment eher nicht so begeistert von dem Remake. Gut, deutsche Synchro, die ist natürlich gut, die war damals... Hör auf zu trödeln, Michael, und mach, dass du hier rüberkommst! Ich bin da. Hallo, Michael! Wie läuft's denn so mit dem Tod, was? Jaunty, ich wäre dir verbunden, wenn du mich Shadowman nennen würdest. Hier im Reich der Toten hat Michael Leroy keinen Platz. Was immer du willst, Michael. Schön, dich wiederzusehen. Ist ja schon Ewigkeiten her, dass mir deine wunderbar fröhlich lachende Visage zum letzten Mal untergekommen ist, was? Ganz meinerseits. Warst wohl weg und hast ein bisschen mit dem alten Drachen gescheckert, was? Hast es ihr ein bisschen mit dem guten alten Voodoo gegeben, um sie immer jung zu halten, was? So ungefähr. Ich wette, sie hat dich mit ihrem dreckigen Bettgeflüster vollgesülzt. All dem Gerede vom jüngsten Tag und von Armageddon, bis dir der Schädel geplatzt ist, was? Tatsächlich hat sie zufällig mal einen gewissen prophetischen Traum erwähnt, den sie gehabt hat. Ach, hat sie, ja? Naja, dies eine Mal hat die alte Hexe womöglich recht. Siehst du den verdammten großen schwarzen Turm da drüben? Wie könnte ich den übersehen? Naja, der alte Bruegel. Der Malertyp aus dem Mittelalter, was? Der hat mir neulich erst erzählt, wie sehr ihn der Turm an ein Bild erinnert, das er mal gemalt hat. Meinst du Peter Bruegel? Nein, Seamus, seinen entfernten irischen Cousin. Jedenfalls, er war ziemlich geschockt, der Typ, über das, was das verdammte Ding hier anrichtet. Er scheint einfach so aus dem Nichts und rast hier durch die Gegend, als gäbe es kein Morgen. Was nach dem, was Nettie sagt, ja gar nicht so falsch ist, was? Irgendeine Ahnung, was hier vor sich geht? Ich doch nicht.
Und ich werde bestimmt nicht an die Haustür klopfen, bloß um es herauszufinden. Ich sage nur, wenn wir mit was Bösem rechnen müssen, dann kommt es von da drin. Nettie hat die dunklen Seelen erwähnt. Kannst du mir mehr darüber sagen? Ich fürchte, auch da muss ich dich wieder enttäuschen, Michael. Alles, was ich weiß, ist, was mir Nettie erzählt hat. Sie seien verdammt mächtig, nahezu unzerstörbar und sollten nicht in die falschen Hände fallen, was? Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnten? Was denn? Hältst du mich jetzt etwa für einen Reiseführer für die dunklen Seelen, was? Ich schätze, du könntest das mal mit all den alten heiligen Stätten da unten zwischen den Heulern und Zähneknirschern versuchen. Ich hoffe bloß, dass es keine von diesen Seelen in diesen verfluchten großen schwarzen Turm verschlagen hat. Wenn Nettie recht hat, ist das einigen von ihnen schon passiert. Noch ein Grund mehr, mich zu beeilen. Öffne die Tore, Jaunty. Ja, ja, hast viel zu tun, musst eine Menge Leute treffen. Was, Michael? Öffne einfach die Tore, Jaunty. Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, wie ich und Attila der Hundenkönig mit den abgeschlagenen Köpfen der französischen Aristokraten gekegelt hab? Jaunty! Schon gut, schon gut. Lass dir darüber mal bloß keine grauen Haare wachsen, obwohl, wenn ich mir deine glänzende Rübe so ansehe, hast du damit ja wohl keine Probleme, was? Sesam, öffne dich! Und solltest du mal Lust haben, reinzuschauen und ein paar Takte zu plaudern? Du weißt ja, wo du mich findest. Nur schade, dass uns die Zeit nicht für ein paar Schlückchen an einem lodernden Torffeuer reicht, was? Ich trinke nicht. Mit Schlangen. Okay, wieder eine grandiose Zwischensequenz. Ey, ihr hört, also, falls ihr den Eindruck habt, ich meckert hier nur, ich bin halt einfach grafisch enttäuscht von dem Remake. Ja, Grafik, kein Gameplay und so, aber Steuerung ist halt auch irgendwie. Ja, komm, mach das mal kaputt hier. Ja, huhu. Also das Setting an sich, so Totenwelt und so, das finde ich schon großartig. Es war damals ein großartiges Spiel. Nur Remake ist halt... Ah, hier habe ich das. Wer nervt denn hier? Wer nervt mich? Und warum? Und wie? Und wo? Ja, geh halt mal weg. Ja, ist ja gut jetzt. Okay, sollte vielleicht einfach nicht stehen bleiben. Ist es das? Kann man da weiter? Ach komm jetzt! Ja, bist jetzt tot. Wunderbar. Scheiße. Ja, haben wir auch gerade gedacht. Also, so wirklich jetzt. So. Gut, dass ich einen Quicksave hatte, ne? Wenn jetzt den ganzen Blödsinn hier nochmal spielen muss, ist ja überhaupt kein Bock mehr. Schnell laden. Leichter Ton weiter. Abenteuer laden. Optionen Tastenkombi. Eingabe. Keybindings. Screenshot schnell speichern. Menü schnell laden. Ja, F7. Okay. Hatte doch vorher nur. F7. Gut. Was ich auch doof finde, ist, dass man halt die Gesundheitsanzeige und so, dass ich die nur im Menü sehe. Ja gut, hier Inventar. Hier durchlaufen. Da, hier bin ich durchgelaufen. Geh weg. Ach, wenn ich jetzt wieder mit dem Schlangenviecher reden muss, das war ja so eine sinnlose Unterhaltung. Nee, muss ich nicht. Zum Glück nicht. Stopp, hier war zielen. Okay. Offensichtlich zielen und so ist jetzt nicht so, ne?
Mir kann doch keiner sagen, dass ich da jetzt nicht getroffen habe. Ja, jetzt brennt es hier wieder. Ist schon recht. Bin ich da hergekommen oder? Da bin ich hergekommen, oder? Nee. Ich gehe einfach mal weiter. Wird schon passen irgendwie. Da. Brennt. Gut. Was habe ich hier? Nix. Nix. Ja. Ernsthaft? Na komm. Ach. Da. Ja, aber du musst doch anders spielen und musst es so machen und überhaupt, du machst alles verkehrt und ja, ist schon recht. Hab mich gern. Ja, aber du machst es wirklich falsch. Ja, okay. Ist recht. Da. Natürlich hast du mich jetzt nur getroffen, ne? Haben wir es jetzt mal? Danke. Da. Möchte den, zumindest den Abschnitt da, wo ich hin muss. In den Turm, den möchte ich jetzt schon irgendwie schaffen. Ne? Ist uns auch doof. Da, hier macht's. Da haben wir es jetzt. Gut. Geh da rauf. Danke. Die Wegfindung ist quasi für mich optimiert hier. Verlaufen ja extrem selten, das wissen ja alle. Top-Orientierung und so. Ich kaufe das Rohr da drauf. Komme daher. Die Dinger sollte wahrscheinlich. Ja, auf, dass du mich abwirfst mit so Zeug. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Da haben wir es jetzt. Danke. Steuerung ist top. Nix drin, okay. Auf. Wohin? Wohin? Ich habe den Eindruck, dass ich da herkomme. Nee. Okay. Die Waffe weglegen, ja. Okay. Ah, komm. Das war jetzt ein Witz, oder? Da einmal. Ja. Ein Steintreffer zieht halt ewig viel ab. Ich hab's. Ja. Danke für den tollen Kommentar. Ich hab mich hier hoffnungslos verlaufen. So. Irgendwo muss ich hin. Ganz bestimmt sogar. Hoch zum Draufspringen. Und hier rauf.
Ein. Ist drin. Okay. Ist drin. So, sagt er schon wieder die ganze Zeit so. Ho, ho, ho. Hab mir doch gern. Da, die Waffe weglegen, dann darüber. Oh nö, jetzt komm. Warum springt er nicht? Hier wieder rauf. Das ist ja fast, das ist wirklich fast überhaupt nicht nervig. Ja. Ihr merkt schon, es ist eine längere Folge. Es wird ein angespielt. Kann ich euch jetzt schon sagen. Fazit dazu und warum es ein angespielt wird am Ende. Von diesem Video. Da, jetzt haben wir es hier mal geschafft. Über. Ja, ist ja gut. Hier gesehen. Ich treffe euch nur nicht. Kann ich das Fliegeviechter wenigstens abschießen. Das habe ich offensichtlich getroffen. Offensichtlich irgendwie. Der Zielmodus ist da mal. Großartig. So. So. Okay. Dann erstmal offen. Erstmal darüber. Natürlich. War klar. Da. Ist aber auch gut. Mach mal euch alle platt. Okay. Da. Ich habe ich. Ich habe ich. Irgendwie muss ich halt hier wieder raufkommen. Okay, da ist auch noch einer. Hier Flatterviecher, die da rumfliegen. Und hier rauf, hier komme ich rauf. Gleich. Ja, ich bin ins Feuer klatscht. Das war doof. Da. Ich hab's. Ja, schön, dass du's hast. Kletter da mal rüber. Okay, wohin? Dahin, okay.
Oh, du nutzt viel zu oft Quicksave. Ja, ist gut. Ja. Komm ich da nicht vorher, vom Feuer her, ich bin wieder zurückgelaufen. Es ist so großartig, ich hab's voll drauf hier. Wahrscheinlich lacht ihr euch jetzt schon alle kaputt, weil hohoho, ihr habt den Check, dass er zurückläuft. Und so weiter. Ja, ja, habt ihr recht. Habt ihr vollkommen recht. Hab's nicht checkt. So, egal. Ich will hier nicht nur schlechte Stimmung verbreiten, so, du schießt jetzt auf mich und ich fall wieder runter, oder? Mit Sicherheit. Nicht mal. Wieder runter. So. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ja, du bist nicht durchs Feuer gelaufen. Ich laufe jetzt hier einfach mal hier lang. Ja, ja, ja. Natürlich hast du mich jetzt nur getroffen. Natürlich bin ich runtergefallen. Alles ganz klar. Ja, jetzt ist aber auch gut. Jetzt ist aber auch wieder gut. Da, da unten ist auch noch einer. Unsere Gesundheit wieder so. Ah, da ist auch noch einer. Zwei sogar. Wenn er weiter weg ist, nimm da halt die nicht, ne? Die Kameraperspektive. Wo war jetzt das Sprungding wieder? Ich hab's. Das ist sehr schön für dich. Echt jetzt? Ja. Okay, haben wir das? Da war ich doch auch schon mal. Es ist ein Elend. Ich verlaufe mich hier ständig. Ich bin gefrustet. Ich habe echt keine Lust mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wenn ich ihr ständig denkt, oh, so ein Doof. Da oben wäre ja das Schloss schon. Versuch. Da hier. Hier wird es irgendwie raufgehen. Wenn ich da drüben bin, dann. Wie komme ich da rauf? Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Muss ja von da hinten irgendwo sein. Es ist gerade ziemlich. Ja, ja, ja. Auch ein bisschen. Könnte irgendwann mal bitte bessere Waffe bekommen. Ja, einmal durch Feuer gelaufen. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich da raufkomme. Vielleicht so. Nur so, vielleicht. Nein, fall nicht wieder runter. Ja, umdrehen magst halt auch nicht so gern, ne?
die Waffe wegstecken. Hier vollkommen verlaufen. Aber gut. Wenn jetzt wieder irgendwo runterfall und nirgends weiterkommt, dann ist es sofort vorbei. Muss ich da lang? Offensichtlich nicht. Du nervst mir jetzt mal nicht. Okay. Hier lang. Hier rein. Interagieren. Ja, dann machen wir doch mal Interaktion. Konnte ich hier machen. So gut. Jetzt auch nicht mehr. Ja, komm. Da, geh weg. Aha. Hey. Ich bin der Herrscher über das Reich der Errungenschaft. In seine Fußstapfen. Ja, okay. Da, hier haben wir irgendwas Sieht Wichtiges. Aus, als hätte mir jemand eine Nachricht hinterlassen. Okay, die Prophezeiung. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Ich hab keine Lust. Ja, ja, aber das ist doch für Story wichtig und das muss man wissen und ja, genau. Ja, ich bin der Herrscher über... Ja, doch wohl nicht, ne? Klar. Klar falle ich wieder runter. Bin irgendwie furchtbar genervt, aber irgendwie will ich hier auch nicht beenden, weil... Weiß auch nicht. Da, hier. Boah. Es nervt halt schon hart. Da. Ja, aber die Steuerung ist ja voll gut. Du kannst es nur nicht... Ja, mag schon sein. Nervt trotzdem. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Ah. Ja, wenn du die kaputt machen könntest. Oh. Ich kann nicht. Die Macht der dunklen Seelen. Ich gebe mich ihr hin. Okay. Au, daran verbrennt man sich ja. Ja. Ach. Echt jetzt? Ich kann doch bestimmt die irgendwie Fähigkeitszeug nutzen. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Okay. Ist okay. Da unten habe ich jetzt irgendwie so Schatten-Level-Zeug. Okay. So, hier haben wir eine Sequenz. Verlorene Seelen schweifen durch die Markttore für eine Ewigkeit des Wartens. Diese grenzenlose Vorhölle, dies wüste Land. Diese ungezähmte, widernatürliche Nachgeburt, die ich befehlige, Kraft meiner ewigen Dunkelheit. Welche unsäglichen Geheimnisse werden gewispert auf dem Pfad der Schatten? Welche rot geränderten Wahrheiten, die trostlos sich erheben über den verfluchten Horizont? Todesflügel, Duppi, Zombie-Mutter, dieser Voodoo-Herrscher wird sie alle überdauern.
Okay. Speichern. Kurzes Fazit finden. Ich werde es nicht nochmal spielen. Ich glaube, das war klar, dass mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich dachte, Remaster, ja, cool, wieder, ne? Hat mir früher gefallen und coole Story. Und das finde ich ja nach wie vor cool mit der Welt der Lebenden und der Toten und so. Und finde ich alles gut, nur ich finde, das Spiel ist schlecht gealtert. Und von einem Remake oder Remaster oder wie auch immer. Remaster, glaube ich. Erwartet deutlich mehr. Wie man das Spiel remastert oder remaked, schaut euch Mist an. So geht's. Und hier ist. Er wirkt. Also, ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Spielen, aber eben. Hab den Eindruck, ist es halt gerade so irgendwie macht höhere Auflösung und so, okay. Also Standardauflösung mittlerweile halt und kompatibel mit neuen Systemen macht, aber so irgendwie Charaktermodelle sind jetzt nicht so neu überarbeitet. Wie dem auch sei, das war's jetzt erstmal. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder Bock, das zu spielen. Im Moment denke ich eher nicht. Aber ihr wollt mir das mal anschauen und ja, günstig im Angebot bekommen. Das geht schon mal. Aber der Nostalgiefaktor ist komplett verschwunden. Bei mir jetzt. Macht nicht so Spaß mir. Was haltet ihr davon? Kennt ihr das Spiel? Habt ihr es irgendwie im Original mal gespielt? Oder? Ja, na, vielleicht habt ihr jetzt hier einen Einblick bekommen, was davon zu halten ist. Vielleicht sagt ihr, ja, das Remaster ist genau meins und Grafikstil von früher und passt schon und alles super. Ja gut, wenn das so ist, ist es so. Mir hat es tatsächlich keinen Spaß jetzt gemacht. Das war ziemlich gefrustet. Es ein angespielt, ein langes angespielt. Das war's. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.